Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Hier zurück bei den Robotern samt Bigfoot, samt Hunden, samt Naturoase, wo alles läuft und wächst, wie unsere drei kleinen neuen Welpen, die wir im letzten Part auf die Welt gebracht haben. Also Goldie hat die auf die Welt gebracht. Und wen haben wir denn da? Wir haben hier die Diva. Dann haben wir hier den Dingo und da im Arm von Anton steckt noch Lucia. Das sind die drei kleinen neuen, die wir jetzt hier haben, die nicht älter werden. Das muss ich nochmal dazu sagen. Wir haben die Alterung wegen Anton, der nämlich altern würde, ausgestellt. Und da wir die hier einfach so immer mal nebenbei spielen, unsere Roboter es eh nicht altern, ist das insofern einfach okay. Das heißt, wenn wir die Tierchen an Mann und Frau bringen wollen, werden sie halt immer als Welpen bekommen, ist aber auch nicht schlimm. So, das heißt, Cassie könnten wir jetzt verkaufen, unsere Kleine, ne? Cassie ist ja jetzt schon ein bisschen älter und ein bisschen länger bei uns, sagen wir es mal so. Mario ist im letzten Part hier eingetroffen, da sitzt er und mampft gerade Chips. Ja, ich hatte auch ein paar Fragen gestellt, zwecks Essensverkauf vielleicht oder sonstigem. Ist natürlich gerade die zweite Aufnahme, deswegen kann ich da auf noch gar nichts irgendwie eingehen. So, und mir ist aufgefallen, dass Servo dringend auch sich mal aufladen muss dann. Ja, aber wir begrüßen unsere kleinen Welpen halt gerade noch schnell. Und ja, komm, dann geh dich aufladen. Ist in Ordnung. Geh und lade dich auf. Ja, ich weiß, der Herr, der hier steht und angelt, der stinkt bestimmt, weil der hat seit dem letzten Part ist der hier. Der hatte hier übernachtet im Zelt mit dem anderen Herrn zusammen und er kam nicht mehr rechtzeitig ins Badezimmer. Der andere Herr hat es noch geschafft, sich hier zu baden, ist mittlerweile auch weg. Ja, also ihr seht, wir werden hier wird alles gut genutzt und da ist Anton, genau, da ist Mario. So, mit Mario will ich jetzt mal reden. Hier, komm, rede, hallo, hallo, Moment, Augenblick. Was habe ich jetzt hier oben drin? Plaudern, ja gut. Ich wollte gerade, was war denn das eben? Meine Maus hat ja so gar nicht reagiert. Ist ja der Hammer, ja. Okay. Ja, wir haben jetzt drei neue Tierchen. Das heißt, wir brauchen fünf Schlafplätze rein, theoretisch. Wir müssen Cassie loswerden. Also ehrlich, wir müssen wirklich gucken, wer vielleicht an Cassie Interesse hat und demjenigen dann unser Tierchen andrehen. Wir haben sonst nicht genug Schlafplätze. aber schön, ja gut. Da kommt schon wieder der Nächste, der guckt, ob er hier hin will. Mario war jetzt so nett und hat auch noch Geld bezahlt, um uns zu besuchen. Ich habe vor, die Familie Bergstein einzuladen und vielleicht auch, hier, Mario, also Schreck, wir müssen die heiraten lassen, dass dieses Dings da endlich aus meinem Kopf kommt. Ja, und dann vielleicht die Kinder mit hierher. Deswegen muss ich warten, bis Mittag ist, damit die aus der Schule raus sind. Es bringt nichts, wenn ich jetzt irgendwen einladen will. Die sind ja noch in der Schule. So, Server hat sich aufgeladen. Das ist gut, das ist gut. Was willst du denn machen? Herr Tyson einladen, ich weiß. Und mit Anton ein Spiel spielen. Ach, deswegen wollte ich, glaube ich, auch in der Runde davor helft mir. Eine Dartscheibe aufhängen, weil nämlich oft so, dass der Wunsch ist, irgendwen in irgendeinem Spiel zu besiegen. Und das kann man wohl mit Dart ganz gut machen. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Kommt, jetzt kriegen wir auch so viel Besuch hier. Da könnten wir das wirklich mal investieren in so eine Dartscheibe. Komm, auf jetzt. Hier. Das ist das Billigste, was geht. Und ja, hängt dann hier oder hänge ich es lieber so rum? An die Wand. So rum geht gar nicht. Wieso? Was ist denn da an der Wand wieder? Ah, ich hasse es immer, die Wände hochmachen zum. Ach, da ist ein Fenster. Jo, gut, so wäre es ein bisschen im Weg. Nee, dann hängen wir es wirklich hier hin. Dann hängen wir es da hin. Ist in Ordnung. Ich habe eben gedacht, warum geht denn das jetzt wieder nicht? Aber da ist ein Fenster. Ja, sieht man ja so nicht, ne? Okay. Gut, dann, ja. Ja. Moment. So. Gut, was machst du jetzt? Wie geht's denn überhaupt unserer Goldie? Die sollte doch auch. Au, ja, die muss dringend Pipi.
Geht aber schon von alleine. Okay, gut. In Ordnung. Was macht ihr zwei? Oh, was willst du da noch? Ball werfen. Ja, komm, mach Ball werfen. Du musst nicht gucken, was das für eine Dartscheibe ist. Und hier stehen die nächsten schon wieder Schlange. Oh, was hat Mario jetzt? Was beschwerst du dich über was? Ich krieg's immer nicht mit, was das für Beschwerden sind, wenn da welche kommen. Das letzte Mal hat sich ja auch einer beschwert und hat uns hinterher einen Fernseher geschenkt. Ich weiß auch nicht. Komm, lass uns ein bisschen spielen. Wie wär's denn? Fangen? Hm? Magst du das? Nee, das will er nicht. Er will nicht spielen, scheinbar. Also zumindest gibt das Minuspunkte. Weiß ja nicht. Sollte ich die Leute vielleicht einfach wirklich in Ruhe lassen? Okay, gut. Servo, komm mal her. Ich bin so viel am Rumdirigieren. Das ist fürchterlich. Wo ist denn Goldie hin? Goldie hat doch Pipi gemacht. Wo ist denn die? Goldie, wo steckst du da? Ah, okay. Also, Servo, bitte mal Goldie loben, dass sie draußen Pipi gemacht hat. Das sind wir, ne? Ja, wie schön, dass er seine Frau toll findet. Ah ja, und da hat jemand Interesse an einem Tier. Sehr gut. Und dann müssen wir dich natürlich auch mal lieb haben, Bauch kraulen und so weiter, ne? Ja. Was ist das für ein Zeichen, Leute? Was ist das? Ach, die Zeitung. Das ist eine Zeitung, oder? Beschwert er sich, dass hier so viele Zeitungen rumliegen? Kann das sein? Weil hier eine alte Zeitung liegt? Ist es das? Gleich mal testen. Ich räume die sofort weg, mein guter Herr. Ja, ja. Beschweren Sie sich doch hier nicht bitte über Zeitungen, die auf dem Boden rumliegen. Also, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. So, wer ist das? Ist das Lucia? Nee, das ist Lucia. Da ist Diva und da ist gar keiner. Wo die anderen gerade sind, weiß ich nicht. Doch, hier ist Cassie, oder? Nee, Dingo. Wo ist Cassie hin? Hilfe, Cassie ist verschwunden. Und mein Kabel rutscht. So, okay. Du beschwerst dich gerade bei Server. Okay. Ja. Ja, guter Mann, ich verstehe das. Also, ehrlich, das ist gar nicht gut. Wenn da Zeitungen rumliegen, ist das ja der reinste Witz, ne? Könntest du ja auch aufheben und wegtun. Wenn du das willst, Junge. Ne? Aber ich bin ja so nett, ich mach das. Ich räume die jetzt weg und wehe, wenn du dich dann nochmal beschwerst. So. Also hier ist Chaos pur. Ihr seht es. Ihr seht es. Ich bin überfragt, was ich mit so vielen Leuten anstellen soll. So, und ich glaube, du müsstest dich mal um die ganzen Bäume hier kümmern, oder? Oh, da hängt was dran. Wartet mal. Moment. Hier wäre natürlich jetzt auch das Paradies für unseren Pollux. Ja, gucke mal. Erstmal wieder viel einspringen. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ein Roboter auch zu einem Pflanzensim mutieren könnte. Das bin ich ja auch immer noch am Austesten. Hier musst du auch viel einsprühen. Das ist gut. Hier auch viel einsprühen. Ja, sehr gut. Wir klicken das mal alles an. Und sonst nur reden mit. Okay. Und sonst war auch nur hier was zum Ernten. Ist die Frage, wollen wir das? Ja, doch, dann können wir Bitzelessen herstellen. Das war schon richtig so. Okay, das machst du. Und Server, du kommst jetzt mal hier rüber und hilfst hier mal ein bisschen mit. Du kannst hier mal viele pflegen. Ja. Müssen wir hier irgendwas besprühen? Ne. Sieht nicht so aus. Alles gut. Bist du schon fertig mit der Seite? Tatsache. Du bist schnell mit Sprühen, Junge. Ach, herrlich. Ich finde das toll. Und das Geld fliegt. Ist so schön. Ja. Da ist schon wieder die Dame. Du bist jetzt auch schon das dritte Mal da, oder? Wo sind die anderen hin? Sind unsere anderen Besucher. Ach, die sind jetzt hier am Dart spielen. Ja, cool. Das hätte ich mir denken können. Okay. Ja, fein. Die spielen Dart. Ist in Ordnung. Was macht denn eigentlich Anton? Anton spielt mit Goldie. Wartet mal. Hatte ich Goldie gewaschen? Also, ich glaube, ja, bevor sie Babys gekriegt. Nee. Au, Mist. Dann solltest du Goldie jetzt aber bitte mal waschen. Das ist wichtig. Die hat Babys gekriegt. Die möchte jetzt bitte gebadet werden. Hoffe ich.
Da wird sich unterhalten. Ja, man mag sich irgendwie, ne? Ich muss mich hier echt um nichts kümmern eigentlich. Wahrscheinlich ist das immer der Fehler, dass ich mich immer um alles kümmern will. So, die Dame hat sich auch überlegt zu bezahlen und kommt jetzt rein oder macht irgendwas. Keine Ahnung. Goldie, komm mal her. So, was mal. Ach, unsere zwei sind auch wieder da. Hi. So, lass mal gucken. Ich glaube, da müssen wir schon wieder auffüllen, ganz dringend. Oh ja. Wie geht's denn ansonsten? Ich muss mal durchgucken. Buddy braucht nur Ruhe. Cassie? Nee, wer ist denn das jetzt eigentlich hier? Dingo. Bräuchte Komfort und Harndrang und Energie bisschen. Okay, Harndrang ist bei Diva. Das ist Cassie hier. Der geht's richtig gut. Die liegt im Körbchen. Okay. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt Duchia. Okay, auch das gleiche. Keiner stirbt des Hungertodes. Das ist gut. Und unser Hund wird mal kurz gelobt. Für Möbel nicht ankauen. Das ist ganz was Tolles und wir müssen nicht auch noch Dart mitspielen. Nee, 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 nee. So, du kannst hier mal säubern und füllen, bitte. Das ist wichtig. Mach das mal. Und hier bitte auch noch mal säubern und füllen. Wir haben so viele Tiere, ey. Es ist sicherer, wenn alles frisch gefüllt ist, damit die auch, ja, keinen Hunger haben müssen. So, da wird unsere Goldie geputzt. Sehr schön. Wie viel Uhr haben wir? Oh, wir haben 13 Uhr durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warte mal kurz. War das Servas Idee? Ich glaube ja. Ist ja egal. Serva oder wer auch immer, was hast du vor? Was willst du machen? Ausarbeiten. Ja. Kannst du später machen. Ich will jetzt jemanden einladen. Himmel nochmal. Hust, hust. Oh Mann, ey. Das ist ja ein Chaos hier. So, mal gucken, ob die, wenn ich die jetzt einlade, auch wieder Geld bezahlen müssen oder ob die so reinkommen. Wir laden den Haushalt von Melissa ein, weil wir müssen ja uns von Melissa auch langsam mal verabschieden. Die wird ja demnächst auswandern auf der Suche nach jemanden, denke ich mal. So, wir können mal alle einladen. Ja, komm, Alex, Anna, wir haben hier keine Begrenzung, ne? Samira, ja, die müssen wir ja auch mal kennenlernen. Also her mit euch. Machen wir heute mal die Runde. Ich komme auf jeden Fall. Ob der Rest der Familie kommt, weißt du noch nicht. Genau. Gar kein Problem. Ist überhaupt kein Ding. So, der könnten wir mal. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie gesagt, wir haben ein Tier zu viel hier. Normalerweise. Wo stehst denn du? Du stehst vor Dingo. Ja, wir könnten. Nee, du wirst jetzt mal kein Tagebuch schreiben. Ich überlege halt immer noch, ob ich der das einfach verkaufe jetzt, das Tier. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, du hast dich in der Wanne gut benommen. Das ist gut. Dann hab ich dich noch lieb. So. Naja, gut, dann schreib Tagebuch. Ist auch in Ordnung. So, ich muss gucken, wer hier gleich kommt. Überblick behalten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann. Hey! Und habt ihr es gesehen? Melissa ist auch mal wieder geflogen. Das hat sie, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gemacht, oder? Ja, finde ich toll. Genau, ihr könnt euch auch noch mal über die Hexensachen und so tauschen und so weiter und so fort. Kommt, grüß mal alle. Aber Samira ist nicht dabei. Ach, schade. Ich hätte gern Samira hier gehabt. Der hätte es hier bestimmt auch gut gefallen. Ach, die hatte noch nicht Schule aus. Ich habe den Fehler gemacht, vor 15 Uhr anzurufen. Ach, nö, ernsthaft. Das ist ja jetzt doof, eh. Ja, komm, dann umarmen uns mal freundschaftlich und quatschen mal eine Runde. Oh Mann, das ist ja jetzt echt doof gelaufen, dass ich so doof bin, dass ich immer vergesse, dass die Kinder bis 15 Uhr Unterricht haben und nicht bis 13 Uhr, wie das hier bei uns eigentlich üblich ist. Naja. So, quatsch mal ein bisschen hier. Stehen die jetzt echt alle da und überlegen, ob sie reinkommen? Nein, das ist doch nicht wahr, oder? Muss ich jetzt warten, bis sie alle drin sind, oder kann ich auch so mit dir quatschen? Das ist gut. Das ist gut. Nee, ja. Eieieiei. Okay. Servo, komm mal her, ich brauch dich mal kurz. Warum musst du jetzt hier tanzen? Mach das Ding aus. Guck mal, jetzt hast du. Cassie war es, glaube ich, ne? Ja. Jetzt hast du Cassie wach gemacht, du Ollen.
bist doch unmöglich. Entschuldigung, Cassie, ich wollte dich nicht wecken. Ach, Mann, ehrlich, das war eigentlich anders gedacht. Na, lecker, na, egal. Wer ist da? Bigfoot badet mal wieder. Und sie bezahlt schon. Anna bezahlt schon. Ja, prima, Anna. Dann komm mal her, meine Süße. Dann quatsche ich schon mal mit dir. Und ja, ich bezahle. Das ist wunderbar. Sie zahlen alle. Ich fasse es nicht. Ey, die Familie kommt zu Besuch und muss auch nur Eintritt dafür bezahlen. Ich krieg die Krise, ey. Ja, Melissa, du, die du uns das Ganze hier eingebrockt hast, mit dir muss ich mal reden, aber ich warte jetzt, bis du bezahlt hast. Oder soll ich es dir verkaufen? Warte mal, ich kann dir ja auch mal was verkaufen. Anbieten. Manipulieren. Komm, ich manipuliere dich mal. Ja, du hast mir ja so tolle Sachen beigebracht. Ich manipuliere dich jetzt. Komm. Manipulation. Du musst hier reinkommen. Du weißt es noch nicht, aber hier ist der schönste Ort auf Erden. Komm herein. Kauf dir ein Ticket und du wirst sehen, wir machen dich glücklich. Und sie kauft ein Ticket, oder? Ja. Die Manipulation war erfolgreich. Warte, warte, warte. Wo willst du denn hin, Junge? Was hast du denn jetzt wieder vor? Was? Mahlzeit. Mahlzeit? Was? Servieren. Nee, nee. Du musst jetzt nichts servieren. Du sollst dich jetzt bitte mal hier um diese gute Dame kümmern. Umarm die mal bitte. Und wertschätze sie mal und sag ihr mal, wie toll sie eigentlich ist, was sie alles an dich hergegeben hat. Wie gut sie dich geschult hat hier. Das haben wir nämlich alles dieser Dame da zu verdanken. Das ist einfach der Hammer. Ja, du hast mir auch die Naturliebe beigebracht und überhaupt alles. Alles, was Servo ist, hat der Melissa zu verdanken. So, und hier habe ich ein gewisses Geräusch gehört. Ja, ich sehe schon. Du darfst hinterher erstmal sauber machen. Eieieiei. Es ist Chaos angesagt. Und wer spielt denn da mit welchen Tierchen hier? Also, Ey, Serva, weißt du, wer da neben dir steht? Alex ist da. Ja, komm, jetzt quatsch mal mit ihm. Also, sonst kriegst du ja nie genug von dem Kerl. Und jetzt steht er neben dir und du bist mit dem Tier beschäftigt. Ich glaube, sag. So, hast du schon gereinigt? Du hast aufgewischt, aber gereinigt hast du noch nicht, gell? Das dachte ich mir doch. Und hier ist aber alles in Ordnung. Gut. Gut, alles in Ordnung. So, gucken wir mal hier die beiden. Ja. Ach, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Komm, lass uns doch mal eine Runde Fangen spielen. Das wäre doch echt nett, oder? Also, es hat sich scheinbar auch keiner mehr über die Zeitung beschwert. Scheinbar muss man hier echt aufpassen, was hier so rumliegt. Die Leute sind dann eventuell knatschig, wenn da alle Zeitungen rumliegen. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Ey, es ist so geil. Familientreffen hier und da und ach, was weiß ich. Was machst du gerade? Ach, du hast da Brote gemacht. Und du gehst und servierst die. Ah, so. Mit wem bist du da am Machen? Ah, mit Cassie. Ja, wir könnten natürlich Cassie in den Haushalt packen, aber... nee, oder? Aha. Oh, da hat jemand... Moment, Moment, Moment. Ich sehe da gerade was. Ich glaube, dieses kleine Hundetierchen hat auf den Boden gepieselt. Genau. So, wen habe ich denn gerade angeklickt? Servo. Nee, du musst jetzt nicht Alex gratulieren. Du gehst bitte mal diesen... Wer ist es denn überhaupt? Der Diva beibringen, dass sie nicht auf dem Boden pinkeln darf. Das ist nicht gut. Alles andere kannst du gerne tun, aber auf Boden pinkeln ist nicht. Gott, hier ist so viel los. Das kannst du gar nicht alles im Blick behalten. Ich habe immer Angst, irgendwas zu übersehen. Wer war denn da draußen? Moment, da tigert jemand rum, auch neben einer Pfütze. Wer warst du das? Sag bloß, du hast draußen Geschäft verrichtet. Ey, das ist ja der Hammer. Lucia, unser kleines Neugeborenes, weiß direkt, wie es geht. Sieht doch goldig aus. Guckt euch das Fell an. Das sieht so gruselig aus. So. Irgendwie so, ja. Wird bestimmt ein schöner Hund. Das wird bestimmt auch ein super schöner Hund. Hast du das Bodenzeug da aufgewischt? Ja, gut.
Hast du gemacht. Seid ihr anderen am Essen? Ja, Tatsache. Die setzen sich dann doch einfach hin und essen sich was, ohne dass man sie rufen muss. Oh. Wobei, kannst ja trotzdem rufen, ne? Du kannst auch mit anderen ein bisschen quatschen hier. Quatscht mal. Plauder mal, sag, du hast gehört, sie hat ein Kind gekriegt, wie es so läuft. Keine Ahnung. Oh, mach mal. Oh, jemine. Hast du gelobt? Ja, scheinbar hast du gelobt. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn es jemand schon direkt von Anfang an richtig macht, muss man das entsprechend honorieren, ne? Jo. Wir müssen uns unbedingt ein Tier loswerden. Also, ja, aber in dieser Runde werde ich das wohl nicht hinkriegen. So, Melissa und Pollock sind am Spielen. Ne? Da sind ja auch gewisse Dinge am Passieren, wo ich mich frage, um Himmels Willen, wie kann das sein? Und da! Schon wieder! Schon wieder! Moment, lass das Unkraut stehen. Das Unkraut ist unwichtig. Hier, Dingo! Auch direkt richtig! Ja, fein! Ja, fein! Ich bin ja so begeistert von euch, ey. Das gibt's ja überhaupt nicht. Was seid ihr für Wundertierchen? Haben wir euch so gut, haben wir eure Eltern so gut erzogen, dass die direkt weitergegeben haben? Also, wenn ihr pinkeln müsst in den Gehen, müsst ihr nach draußen gehen. Also, das ist der Hammer hier, echt. Ja, gell? Hast du gut gemacht, Kleiner. Das machst du direkt richtig. Alles bestens. Ja. Dann wirst du natürlich auch mal lieb gehabt und überhaupt, ne? Ja, müssen wir mal machen. So, wo was hat Anton wieder vor? Anton will mit Pollux irgendwas begrüßen, auf Brust klopfen. Jawohl, ja. Ach, es ist herrlich. Ich finde das so toll. Ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Denkt dran, ne? Hier gibt's Essen. Also, wer was essen möchte, setz dich bitte hin und isst. Vielleicht sollte ich doch mal zum Essen rufen. Damit die nicht alle, damit das Essen nicht schlecht wird, oder? Ich weiß nicht, bevor es vergammelt. Gehst du jetzt heim, Melissa? Oh, Melissa geht schon nach Hause. Hatte keine Lust mehr. Schade. Tschüss, weg ist sie. Sie wollte nicht im Zelt übernachten. Okay. Ja, aber wenn ich zum Essen rufe, gehen die halt da rein und holen sich was. Das ist ein bisschen doof. Gut, pass mal auf. Dann, ist noch irgendwer nach hier vorne unterwegs? Du stehst da. Wo ist denn Anna? Anna habe ich doch hier auch irgendwo noch gesehen gehabt, oder? Ah, Anna ist auf Toilette. Okay. Gut, dann warte ich noch mal eine Sekunde. Aber wenn jetzt keiner mehr was essen will, würde ich nämlich hier den Kram lieber wegräumen, bevor es wieder alles vergammelt. Nee. Ja. Ich glaube, da kommt auch keiner mehr. Dann leg die Reste mal weg. Wenigstens die zwei, die du da weglegen kannst. Irgendwas anderes. Das andere ist noch blockiert. Aber es ist irgendwie witzig, dass man sich hier echt um nichts kümmern muss. Ah, Pollux hat sich noch hingesetzt. Ah, gut, okay. Der setzt sich da noch hin. Guck mal, Pollux, hier gibt es ganz viele Bäume zum Einsprühen. Könntest du mal machen. Kann man ihn dazu überreden? Aber wenn ich Gartenarbeit überrede, dann macht er eher hier so Zeug, ne? Glaube ich. Ja. Gut. Und Anna, kommt sie auch noch hier was essen? Ja, Anna setzt sich auch noch dazu. Gut. Prima. Alles bestens. So, was ist hier los? Schon wieder Gemecker? Och nee, um was geht's denn jetzt wieder? Alex, was war? Ich hab's nicht gesehen. Was hast du mir denn jetzt erzählt? Ich hab keine Ahnung. Sie, wo sind wir denn? Jetzt habe ich bestimmt ja was unterbrochen. Weißt du, das ist ein Witz. Das gehört hier alles mit dazu. Ja. Ich könnte ihn einstellen. können ja mal bei Hobbys reden. Wie geht's denn bei dir Musik und Tanz? Was macht denn das alles so? Ach je. Gott, ich kann immer. Herrlich, ist es herrlich. Ja, er spielt immer noch gerne Geige und so weiter und so fort. Und Pollux ist da. Und Anton ist am Dart spielen ohne Ende. Jo, fein. Gut, dann kannst du mal aufräumen, Süße. Räum mal auf. Vielleicht war das der Punkt, über den er sich beschwert hat. Dass hier zu unordentlich ist, nicht sauber genug. Ich habe keine Ahnung. Räum einfach mal auf. Und da dann auch. Bitte aufräumen, abspülen und so.
So, ich find's geil. Ich find's echt genial. Unsere Leute sind da und bezahlen auch schön brav alles Geld. Guck mal, wie das hier stetig anwächst. Das ist einfach nur genial, oder? Ach, herrlich. So, was ist das jetzt? Ah ja, guck, Teller auf dem Kopf. Ah, halt! Ich fahre hier mal durch. Das ist ein Teller über dem Kopf. Sie beschwert sich wirklich darüber, dass die Teller da rumstehen. Ah, interessant. Ja, wir machen die doch gerade weg, gute Frau. Es wird doch schon erledigt. Alles kein Problem. Wir sind schon dabei. Ja. Jetzt Anna meckert hier voll rum. Anna, komm, Mädel. Ach, guck mal, wer lässt denn da den Drachen steigen? Ja, Servo, wer sonst? Oh Mann, ey. Und die zwei, die stehen da und angeln, als gäbe es keinen Morgen. Ja gut, wir haben ja auch keinen Teich auf dem Grundstück, stimmt. So, ich muss mal kurz wieder die Tiere betrachten. Nicht, dass da irgendwem irgendwas fehlt. Goldi könnte einen Spaziergang gebrauchen. Ansonsten, den Kleinen geht es sehr gut. Da braucht jemand Energie. Da auch und da auch. Hier hat noch einer Hunger. Okay. So, wer habe ich gesagt, könnten Spaziergang gebrauchen? Goldi. Pass mal auf. Stopp. Pause. Was machst du gerade? Weiß ich nicht. Und du machst gerade? Weiß ich auch nicht. Okay. Ja, zu essen ist noch da. Gut. Dann lob mal Goldi dafür, dass sie die Möbel nicht ankaut. Hab sie noch mal lieb. Kannst du Bauch kraulen. Und dann würde ich sagen, gehst du mit ihr spazieren. So. Das ist eine gute Sache. Während Servo sich wahrscheinlich jetzt hier um genau diese Dinge kümmert. Das machen die ja automatisch. Da muss ich ja eigentlich eh nie was machen. Ach, Anton hat sich schlafen gelegt. Und da, Anna ist wieder glücklich, weil keine blöden Teller mehr rumliegen. Aha. Ja, interessant, interessant. Und da wird mit Buddy gespielt. Es ist echt genial. Also ich finde dieses Grundstück im Moment echt schön. Es macht Spaß. Ich bin gespannt, ob Pollux vielleicht auf die Idee kommt, sich auch ins Zelt verzieht, weil er noch nicht nach Hause möchte oder irgend sowas. Ja. Wie machen wir das, wenn wir Leute loswerden wollen? Müssen wir die dann bitten zu gehen oder weiß ich nicht. Wie läuft das? Also wenn wir jetzt sagen würden, ich meine, hier ist es jetzt wirklich egal, unsere Servos sind ja eh immer wach. Wenn wir da, was weiß ich, irgendwas vorhätten und die mal hier weghaben wollten, ne? Ja, muss man gucken. Was kann man denn machen? Verabschieden kann man sie. Also das kann man schon scheinbar. Ja. Also insofern. Weil wir haben ja kein Öffnen geschlossen Schild. Oh, guck mal, wir können mal ein Piratenlied singen. Anna, bleib mal stehen. Lass uns mal Piratenlied singen. Ach, ist das schön, oder? Wir können ja auch mal hier anmachen. Vielleicht möchte sich ja mal einer ans Feuer setzen. Ah, ich glaube, ich weiß, warum Melissa zurückgeflogen ist. Weil alle anderen sind da geblieben. Ich glaube, Melissa ist wegen Samira zurückgeflogen, weil die Kleine aus der Schule kam. Und Anna ist ja noch da, wie man sieht. Juhu! Genau. Sehr schön, sehr schön. So, wie geht's, Goldies? Alles gut? Ja, alles bestens. Mein Gott. Ja, wir müssen echt dann demnächst bei normalen Gästen, also nicht bei dieser Familie jetzt, wenn wir dann wieder normale Gäste haben, gucken, dass wir ein paar Tiere an den Mann und die Frau bringen. Ja, muss einfach sein. Oh, es gibt was zu verkaufen. Gucke mal. Gut, du sprühst und du pflegst, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal, was es zu verkaufen gilt, beziehungsweise zu ernten. Guck mal, Anna, wir machen hier ein Feuerchen an, wenn du willst. Du kannst dich auch ans Feuer setzen und abhängen. Das ist eine ganz tolle Sache hier. Könnte alles machen. Ja, ist doch schön. Ach, ist doch herrlich. Ich finde das so toll hier. Ja. Familienfreundliche Naturoase. Gucke mal, wie das läuft. So, reden mit, reden mit.
War da nicht eben irgendwas zum Ernten gewesen? Moment mal. Servo, stopp mal kurz. Ich muss gucken. Hier war doch was zum Ernten. Hier, genau. Wie sieht das aus? Mit dem Ding musst du aber bevor du es erntest, bitte mal reden. Das ist ja sonst doof. Ich weiß, du willst dich kurz da ans Lagerfeuer setzen. Kannst du gerne hinterher machen. So, der Baum ist mir egal. Ist der da hinten auch einer mit Frucht dran? Nö, aber mit dem kann man eigentlich auch mal reden. Ah, gut, ein andermal. So, hier ist zum Pflegen. Serva? Moment. Serva, du machst das aber nicht richtig. Hier, bitte pflegen. Nochmal. Ui, und wir haben Status 3 erreicht mit dem Nix-Tun quasi. So, den musst du nochmal pflegen hier, bitte. Und dann darfst du Dart spielen von mir aus. Oder kannst dich auch ans Feuer setzen hier. Genau. Auch dann einfach am Lagerfeuer sitzen. Wir haben Status 3. Gut, was gibt's denn für Status 3? Wir schauen mal. Das oberste hier. Super Beziehungen. Deine Kontaktfähigkeiten sind einfach überragend. Du kannst jetzt im Menü reden, die Interaktion Super Beziehungen verwenden, um sofort alle Bekannten eines anderen Sim kennenzulernen. Der Aufbau von Beziehungen zu diesen Sims wird dir erheblich leichter fallen. Brauchen wir zwar eigentlich alles nicht, aber wir machen das trotzdem. Ja, fein, oder? Ja. Also, das lohnt sich. Apropos, ich muss mal auf die Uhr gucken, um Himmels Willen. Ich habe die Uhrzeit komplett außer Acht gelassen. Jo, das merkt man. Wir sind schon gute 10 Minuten drüber. Okay, heißt für mich, ich mache jetzt hier erstmal einen Break. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Auch mit der Familie, dass die mal da war. Ich denke mal, nächste Runde oder so. Demnächst werden wir dann Tyson, Mario und die kleine Lena einladen. Ist halt blöd gelaufen, dass ich so doof war und nicht dran gedacht habe, dass die Kinder erst um 15 Uhr aus der Schule kommen und nicht um 13. Na gut, nächstes Mal bin ich hoffentlich etwas schlauer. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss.